Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Zelda Ocarina of Time. Wir sind immer noch im Dorf Kakariko unterwegs und suchen hier das letzte Huhn. Ich wollte mal hier hochklettern und gucken, ob es vielleicht da oben steckt. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß nämlich gerade tatsächlich nicht so genau, wo sich hier das letzte Huhn befindet, obwohl ich das Spiel schon mal gespielt habe. Hier ist es aber auch nicht. Wartet mal. Kann es vielleicht... Ah, da hinten ist es. Da, ich habe es gesehen. Okay. Wunderbar. Was denn mit ihm hier eigentlich? Wartet mal. Nee, da komme ich wohl so nicht hoch. Kann ich mit dem sprechen da oben? Ja. Ich komme nicht mehr vom Dach herunter. Aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Mhm. Ja, ja, Navi, ich weiß, ich weiß. Ich soll zum Todesberg gehen. So, wartet mal, dann gucken wir uns mal hier gerade noch fix die anderen Häuser an. Mit dem da oben würde ich dann später sprechen. Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er ja auf dem Friedhof. Okay. Halt die Klappe, Navi. Geh mir nicht auf die Nerven. Guten Tag. Ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst? Da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre keine gute Idee? Nein. Nicht so? Na gut, gehen wir mal gucken, ob wir denn an das letzte Gackerigack noch herankommen. Sonst sind wir hier ja eigentlich überall gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da nochmal rüberkomme. Da brauche ich, muss ich mir, glaube ich, nochmal eins von den Hühnchen ausborgen, oder? Sonst komme ich da ja gar nicht an die Leiter dran. Wartet mal. Kann ich nochmal eins von euch bitte haben? So. Mein Gott, Navi, geh mir halt nicht auf den Mund, das sinken die. Alle Troller. So. Ja genau, wir müssen nochmal hinter diesen Zaun. So. Okay. Stopp. Ah, da drüben sehe ich übrigens auch eine Tür. Zack. So. Aber ich mache jetzt erstmal die... Nee, ich mache nicht erst die Hühner fertig. Wartet mal. Gehen wir mal kurz hier gucken. Was ist denn hier? Wer ist da? Schon wieder so ein Rattengesicht, das durch die Hintertür kommen will? Rattengesicht. Ich muss dir ein paar interessante Neuigkeiten erzählen. Der Chef der Zimmerleute hat einen Sohn. Es ist der Typ, der jeden Abend beim Baum herumlungert. Erzähl dem Chef bloß nicht, dass ich dir das gesagt habe. Okay, warum darf der nicht wissen, wer sein Sohn ist? Hä? Hier ist ein Loch, da gehe ich aber mal noch nicht rein. Da hole ich mir nachher vielleicht lieber nochmal einen Huhn. Denn ich habe Angst, wenn ich hier irgendwo reingehe, dass ich das mit den Hühnern dann nochmal machen muss. Kommen Sie, kommen Sie. Bitte bleiben Sie stehen. Danke. So. Wo ist jetzt das andere Viech wieder hin? Da. Okay, das sollten dann aber alle sein, hoffe ich doch. Dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Eine Flasche! Yay! Eine leere Flasche. Platziere sie auf C, um sie einzusetzen. Danke. Tschüssen. So, jetzt können wir ja noch mal gucken wegen dem Loch da unten. Da brauche ich jetzt aber trotzdem noch mal ein Huhn, danke. Stehen bleiben!
diese verdammten Hühner. Na, nimm es doch. So. Ja, sowas wie das Parasegel gibt es hier leider noch nicht, meine Freunde. So. So. Fisch. Also Fische und Käfer und sowas kann man auch in die Flaschen füllen übrigens. Das wird nochmal irgendwann wichtig werden. 20 Rubine, na das hat sich ja gelohnt, nicht? Und wieder so ein komischer Stein. Okay, ja, seht ihr, jetzt sind nämlich die Hühner wieder da, wo sie vorher waren. Und genau das wollte ich vermeiden. So. Moment, nee, da will ich nicht hin, da will ich hin. So, dann können wir jetzt nochmal kurz auf den Friedhof gehen. Die eine Tür hat uns ja gesagt, ihr Sohn ist vielleicht auf dem Friedhof und der befindet sich nämlich hier hinten. Kakariko Friedhof. So. Dann schauen wir doch mal, ob der Sohn denn da ist. Friedhof. So, was gibt es hier zu erzählen? Grausige Grabgruseltour von 18 bis 21 Uhr. Boris der Totengräber. Okay. Ui. Rip, hier ruhen die Seelen derer, die der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben. Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shika, Beschützer der Königsfamilie und Erbauer Kakarikos. Oh, guten Tag. Ruhe! Es ist erst 7.10 Uhr. Boris, der Totengräber, schläft noch. Genieße einen Spaziergang auf dem Friedhof und komm später wieder. Okay. Da haben wir einen kleinen Jungen. Was macht der hier? Guten Tag. Kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder? Naja, nicht so. So, Moment mal. Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Okay, die können wir noch nicht bewegen, weil wir noch zu schwach sind. Wartet mal. Ich glaube, hier konnten wir aber irgendwas mit dem Lied machen. Moment mal. Kann man hier nicht was lesen? No. Königsgrab. Warte mal. Ich glaube... nein. So. Das Lied der Königsfamilie natürlich, ne? What happened nun? Is the day genet? Oh oh. Oh oh. Oh, habe ich kaputt gemacht. Grabstein, tut mir leid. Wollte ich nicht. Ist einfach so passiert. Upsi, upsi. Was haben wir denn da? Königsgrab. So. So. Hier ist aber noch irgendwo einer.
da. So. Aha. So, jetzt haben wir da eine Tür geöffnet. Die Fackeln können wir bestimmt auch noch irgendwie anzünden. Wartet mal. Das geht allerdings jetzt noch nicht. Da brauche ich erst eine andere Fähigkeit dafür. Was geschieht denn hier? Oh. Oh. Okay, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Oh. Okay. Schnell weg. So. Die sollten einen nicht erwischen. Ja, ja, ich weiß das. Die, wenn die einen erwischen, klammern die sich an einen und rauben einem Energie. Das wäre nicht so gut. So, dann haben wir hier noch was. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht, erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zum Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Mhm. Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Hymne der Sonne. Warte mal. Ah ne, jetzt ist es dunkel. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Okay. Jetzt haben wir Nacht gemacht, glaube ich. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. So, und ich glaube, hier können wir jetzt nicht weiter. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier könnte ich das jetzt spielen. Wartet mal. Bei denen. Genau, und dann sind die nämlich alle so komisch. So. Oh, das war dumm. Laufen Sie. Dann sind nämlich alle so komisch eingeschneit. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt die Hymne der Sonne gelernt. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwas nützt. Ob wir vielleicht die Fackeln anzünden können. Aber ich glaube, da brauchen wir Feuerpfeile oder sowas. Das nützt uns hier, glaube ich, nichts, ne? Nein. Okay. Gut, aber da ist doch schon mal was. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Dann vielleicht dann mal zum Tor, Wächter. So, wartet, wenn ich das jetzt hier draußen spiele. Dann wird, glaube ich, einfach Tag. Ja. Genau, dann wird einfach Tag. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn wir es nochmal spielen, dann wird wieder Nacht. Ach, keine Ahnung. Naja, jedenfalls haben wir so eine Möglichkeit, wenn wir mal ins Schloss müssen oder so, dann einfach Tag zu machen, wenn wir gerade nachts vor geschlossenen Toren stehen. Also eine super Sache, sag ich mal so. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Torwächter da hoch. Und schauen mal, was der zu sagen hat. Den müssen wir ja eigentlich nur den Brief zeigen. Vom, ich weiß jetzt gar nicht, was uns das nützt, dass wir wissen, dass der Sohn von dem einen da immer vor dem Baum sitzt. Ich weiß aber allerdings eine Sache, dass hier nämlich nachts auch irgendwo eine Skulltula zu finden ist. Ich glaube sogar zwei. Also gehen wir hier nachts gleich auch nochmal her.
So, Todesberg, passieren ohne Erlaubnis des Königs nicht möglich. Möglich. Das Passieren ist nur mit dem König, nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Hey, hier, guck mal. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Link. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei. Du kannst passieren, Zwergenheld. Dankeschön. So, wie gesagt, ich würde jetzt aber gerne mal... Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann laufe ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Kein Problem. Wir müssen eh nochmal nach Hyrule-Stadt. Dann gehen wir da mal eben fix hin. Und gucken nach dem Schild. Und dann können wir ja die Maske vielleicht gleich mitbringen für ihn. Ist eigentlich eine gute Idee. Ja, das machen wir so. Und dann gehen wir hier nachts mal wieder rein. Denn ich möchte auch nachts nochmal hier überall gucken. Ich weiß nämlich, dass es da ein paar Skulltulas gibt, soweit ich weiß. Ja, müsste so sein. Okidoki, Freunde der Sonne. Dann auf nach Hyrule. Hat man früher mal so gesagt, ne? Hyrule. Aber Hyrule hört sich natürlich viel besser an. So. Ja. Und da sind wir auch schon. So, Geld haben wir ja hoffentlich genug für beides. Mal schauen. Sonst plündern wir einfach nochmal die Bank, ne? Der Maskenladen. Könnten wir den dann wohl finden? Also irgendwo gab es doch hier einen Laden. Was ist ein Laden hier? Schauen wir mal. Ah ja, wunderbar. Sehr schön. So, und hier gibt es diesen Schild, den hätte ich gerne. 80 Rubine. Kaufen. Ja, bitte. Die Wache in Kakariko schickt dich. Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Nein. Und seht mal, wir haben nur die Hälfte bezahlt. Sehr schön. Na komm. So, was ist das hier eigentlich für ein Laden? Magieladen. Oh, wartet mal, da könnten wir vielleicht mal rotes Elixier kaufen. Willkommen. Grünes Elixier füllt die Magieleiste auf. Blaues Feuer. Eine Fee. Gib dich nie ohne eine Fee in ein Labyrinth. Nee. Ich lasse die Flasche erstmal leer. Ja, ich weiß, auf der linken Seite waren auch noch Sachen, aber das war, glaube ich, nur ein Käfer, ein Fisch, ein Irrlicht oder so.
Das hier sieht doch aus wie der Maskenladen. Könnte das der Maskenladen sein? Ich glaube schon. Ah ja, offenbar. So, wartet mal. Hier kann man, glaube ich, lesen. Maskenhändler, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft. Wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier es einfach mal aus, der Maskenhändler. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir! So, aktuell gibt es hier nur diese eine Maske, nämlich die Fuchsmaske. 10 Rubine. Der letzte Schrei, sehr angesagt. Dann werden wir die doch mal nehmen. Ja, bitte. Die Fuchsmaske. Trage sie mit C, um sie zu zeigen. Wetten, du machst dich damit beliebt? Okay. Ich weiß gar nicht, mit der Fuchsmaske kann man, glaube ich, ein bisschen schneller laufen oder so. Ich weiß gar nicht, was die macht. Ich glaube, nichts Besonderes. So. Wollen wir uns hier nochmal überall umgucken? Ich glaube im Moment nicht, ne? Im Moment möchte ich einfach mal der Story folgen. Ich glaube, hier in Hyrule Stadt gibt es auch keine Herzteile oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich werde versuchen, das Spiel zu 100% zu spielen, ne? Wie immer bei Zelda. Ich kann es nicht versprechen, ob ich das hier ohne nachzugucken hinbekomme. Also wenn uns dann am Ende irgendwie noch Herzteile oder sowas fehlen, muss ich halt mal nachschauen. Und die Orte dann abklappern, bevor wir dann quasi ganz am Ende zum Endboss gehen, würde ich das dann machen sozusagen. Ja, 100% dazu zählt halt für mich, hier diese ganzen Gegenstände zu bekommen. Dann, hier alle Gegenstände zu bekommen, hier alle Gegenstände und Lieder zu bekommen und natürlich die 100 Skulltulas. Ja, genau. Und die Karte komplett aufdecken. So, jetzt warte ich mal eben, bis Nacht ist, damit wir dann nach Kakariko gehen können. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Hymne der Sonne macht einfach nur, dass Tag ist. Ich glaube, die macht keine Nacht. So, aber da ist es auch gleich soweit. Achso, wir könnten mal unseren neuen Schild ausrüsten. So, cool sieht er jetzt aus. Und ich werde mal gleich speichern auch nochmal. Yeah, viel zu groß, ne? Plump. Wie so eine Schildkröte. So, ist jetzt mal Nacht. Warte nur auf das... Genau. So. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Habt ihr nachts was anderes zu erzählen? Hey Junge, was treibst du dich hier mitten in der Nacht herum? Ah, ich verstehe. Du willst deinen Mut testen. Du willst bestimmt auf den Friedhof. Moment mal, was rede ich eigentlich? Mit so einem Milchbubi. Ich muss Wache stehen und meinen Mund halten. Es ist jetzt 18.54 Uhr. Genau die richtige Zeit, um Gräber zu besuchen. Geh nach Osten zum Friedhof. Legenden besagen, man könne die ruhelosen Seelen mit einem königlichen Schild-Love-Lied besänftigen. Ah ja. So, und da sitzt jetzt jemand. Aha. Das ist der Sohn. Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Wow. Okay. So, wartet mal. Jetzt sind ja hier bestimmt überall die Leute zu Hause, ne? Wer ist jetzt hier alles? Ah, hier wohnen die, okay. Die ganzen Bauarbeiter sind jetzt hier drin. Ich rede jetzt nicht nochmal mit denen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig.
okay, da sind die ganzen Bauerwette. Das hier war ja das Skulltula-Haus. Dann wird da oben halt die Hühnerfrau drin sein, oder? Steht die hier noch rum? Nee, die ist nicht mehr da. Ah, feucht. Ah, guckt mal da. Eine Skulltula. Danke dafür. Wir sind aber, glaube ich, noch mehr Skulltulas. So, hier ist immer noch der. Ist die denn jetzt auch hier drin? Ja, die ist auch hier drin. Ärgere die Hühner bitte nicht. Nein. Wartet mal, in irgendeiner Kiste war, glaube ich, noch eine Skulltula. Jetzt muss ich mal überlegen. In dem Baum hier war ja keine, glaube ich. Nein. Lass das liegen. Ah, doch. Doch, doch. So. Wieder eine gefunden. In der Kiste oder in der oberen Kiste war, glaube ich, auch noch eine. Hier nicht. Hier. Nein? Ich dachte. War hier nicht noch irgendwo eine Skulltula? Da. Oh. Wow. Wie viele haben wir inzwischen eigentlich? Ich muss noch mal gerade gucken. 9. Okay, ich glaube bei 10... Bei 10 Stück gibt's dann was. Aber da haben wir leider nicht genug. So, jetzt gucken wir mal, was der hier zu sagen hat. Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Ja. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Ja. Genau, und so funktioniert das. So können wir jetzt immer wieder mal eine neue Maske holen und die auch wieder irgendwo abgeben. Aber das machen wir beim nächsten Mal vielleicht. Mal gucken, wahrscheinlich eher noch nicht. Aber jedenfalls, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, können wir da mal eine neue Maske holen. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo, gern auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.